implications of the mergers of Bayer, Monsanto and other seed corporations are quite significant for smallholder farmers in South Africa and in the Southern African region, in fact on the whole African continent. First and foremost, rising input prices. Secondly, we have a situation where farmers are squeezed for choice. So because public sector programs are providing these inputs to farmers, there's less and less choice for adopting a certain kind of technological package and a certain kind of production model and production system. Also die Machtkonzentration von großen Konzernen wie Bayer und Monsanto und anderen, aber da ist es natürlich jetzt die bekannteste Fusion, die betrifft für mich vor allem drei Aspekte auf eine sehr problematische Art und Weise. Und das ist Saatgut, das ist Pestizideinsatz und das sind also Maschinentechnik, Technologien, die wir einsetzen, wo eben in jeweiligem Aspekt die Marktkonzentration bei den Konzernen wächst, aber eben auch diese drei Sachen zunehmend bei diesen Konzernen zusammengepackt sind. Und bei der Landmaschinentechnik ist es natürlich auch so, dass die Industrie Geräte und Maschinen entwickelt nach ihrem eigenen Vorbild und nicht nach kleinbäuerlichem Vorbild. And then also we have corporate capture of the state. So you've got these corporations which are basically occupying the policy space. They're occupying the programs, they're occupying the institutional structuring of the state in order to facilitate profitability for the corporations. And we also see the extraction of wealth outside of the continent actually, instead of building local economies. Und ich als Bäuerin, wir erleben jetzt die größte Dürre in, ich weiß es nicht, 100 Jahren oder was auch immer. Ich verlasse mich nicht darauf, dass diese Art von Konzern in irgendeiner Form solidarisch und konstruktiv das tut, was ich brauche, um hier gute Lebensmittel für Menschen zu produzieren und selber gut davon leben zu können. Das sind nicht unsere Partner. Also ich würde sagen, das Besondere hier ist die Vielfalt. Die Vielfalt, die wir anbauen im Gemüse, 40 bis 50 verschiedene Kulturen, bis zu 250 verschiedene Sorten auf 3 Hektar. Auf 40 Hektar Grünland leben wiederum verschiedenste Tiere, alte Rassen, Pinzgauer Rinder, Thüringer Waldziege, Arbeitspferde, Arbeitsponys. Und wir merken auch nach jetzt eben ein paar Jahren, die wir hier sind, merken wir auch die Artenvielfalt, die um uns herum auch wieder noch lebendiger wird. Damit sich die Macht von Konzernen wie Bayer und Monsanto in Zukunft nicht noch stärker ausweitet, brauchen wir eine strengere Fusionskontrolle. Deshalb muss die Bundesregierung das Wettbewerbsrecht verschärfen.